beginnen wir diese Betrachtung an mit dem Gebet des heiligen Ephraim des Syrers, jenes Gebet, das wir in der großen österlichen Bußzeit immer wieder sprechen und das gerade in diesen Tagen nichts an Aktualität verloren hat. Herr und Gebieter meines Lebens, den Geist des Müßiggangs, des Kleinmuts, der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit gib mir nicht. Den Geist der Lauterkeit, Demut, Geduld und Liebe aber verleihe mir, deinem Diener. Ja, Herr und König, lass mich meine eigenen Sünden erkennen und nicht meinen Bruder und meine Schwester verurteilen, denn gepriesen bist du in alle Ewigkeit. Ja, in dieser sehr dramatischen Zeit gibt es Betrachtungen und Exerzitien, gerade in diesen Tagen vor dem großen Osterfest in einer veränderten Form. Und es sollen Betrachtungen sein über eines der wichtigsten geistlichen Bücher der Ostkirche, nämlich über die Scala Paradisi oder Klimakus, die Himmelsleiter, Klimakos, die Himmelsleiter des heiligen Johannes von Sinai, des Abtes. Wer war dieser heilige Johannes von Sinai? Über sein Leben ist nicht sehr viel bekannt. Er wurde um das Jahr 575 geboren und sein Leben fällt in jene Jahre, in denen Byzanz, die Hauptstadt des Oströmischen Reiches, die größte Krise seiner Geschichte erlebte. Schlagartig veränderte sich das geografische Bild des Reiches. Der reißende Strom der Völkerwanderung führte zum Zusammenbruch all seiner Strukturen. Und ich denke, das ist ja in veränderter Form auch in diesen, in unseren Tagen heute spürbar. Schlagartig hat sich in unserer Gesellschaft, und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit, alles verändert. Und es ist vieles auch zum scheinbaren Zusammenbruch gekommen. Die Strukturen sind plötzlich alle fragwürdig geworden. Und in dieser Zeit haben nur die Strukturen der Kirche standgehalten. Und insbesondere die Klöster. Das Netz von Klöstern, aber besondere Klöster, die sozusagen geistliche Brennpunkte, geistliche Leuchttürme waren, wie man sagen könnte. Und zu diesen geistlichen Leuchttürmen gehörte ein Kloster an einem ganz besonderen und speziellen Ort, aber auch an einem sehr abgelegenen, schwer erreichbaren Ort, nämlich das Kloster am Berg Sinai. Jener Sinai, wo Mose Gott begegnet war, wo Elia dessen Stimme gehört hatte, dort lebte und machte Johannes seine geistlichen Erfahrungen. Sinai ist also immer ein Ort geistlicher Erfahrungen gewesen. Und ich denke, wir sollten das auch in unseren Tagen nicht vergessen. Geistliche Erfahrungen kann man auch nur an bestimmten Orten machen. Geistliche Erfahrungen geschehen nicht im luftleeren Raum unserer Existenz. Es gehören sozusagen die Koordinaten von Zeit und Raum dazu. Und ja, wir sind immer nach Chefdon gefahren, zu einem besonderen geistlichen Ort, einem Ort geistlicher Erfahrung, der ein ganz wichtiger und wesentlicher Ort in der Geschichte der ökumenischen Begegnung ist, gewesen ist und immer noch ist. Aber auch unser Kollegium Orientale darf sich durchaus rühmen, ein Ort geistlicher Erfahrung zu sein. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir hier
im Collegium Orientale nun diese Gedanken hier aufnehmen und bedenken wollen. Johannes vertraute sich als 16-Jähriger dem Abt Martyrius, einem Järon, also einem Ältesten an, einem Weisen am Sinai, und entschied sich zu einem Leben als Einsiedler in einer Höhle am Fuß des Berges in dem Ort Tola mit 20 Jahren, ungefähr 8 Kilometer entfernt vom heutigen Katharinenkloster. Das alles können wir lesen in der kurzen Vita, die der Mönch Daniel von Reitu über ihn verfasst hat und die man in der Patrologia Graeca nachlesen kann. Aber, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und wir dürfen das nicht vergessen, echte Einsamkeit hindert niemals daran, Menschen zu begegnen, die sich nach einer geistlichen Führung sehnen. Und diese Einsamkeit hat auch Johannes nicht gehindert, Menschen zu begegnen, ja sogar einige Klöster in der Nähe von Alexandrin zu besuchen. Sein Rückzug ins Einsiedlerleben darf man keinesfalls als eine Flucht aus der Welt und aus der menschlichen Wirklichkeit deuten. Dieser echte Rückzug ins Einsiedlerleben mündete sozusagen in eine glühende Liebe zu anderen Menschen, so sagt es seine Vita, und zu Gott. Genau das, was auch unsere Augustinusregel einige Jahrhunderte vorher schon uns eingeprägt hat. Zuerst, liebe Brüder, sollt ihr Gott und den Menschen lieben. Das ist euer Weg, das ist euer Ziel. Und nach 40 Jahren Einsiedlerleben, wir spüren schon diese magische, mystische Zahl der 40, nach 40 Jahren Einsiedlerleben in der Liebe zu Gott und zum Nächsten, wo er wirklich alle Stadien dieses Kampfes durchmachte, denen er betete, aber auch gegen die Dämonen kämpfte, wurde er dann zum Abt des großen Klosters auf dem Sinai ernannt und kehrte damit wiederum zurück in das koinobitische Leben des Klosters. Aber wiederum einige Jahre vor seinem Tod sehnte er sich nach dem Eremitenleben und übergab seinem Bruder, der ebenfalls Mönch im Sinai-Kloster war, die Leitung der Klostergemeinschaft. Und er starb nach dem Jahre 650. Also könnte man sagen, das Leben des heiligen Johannes vollzieht sich zwischen zwei Bergen, dem Sinai und dem Tabor. Und man kann ohne Zweifel von ihm sagen, dass von ihm jenes Licht ausging, das von Mose auf dem Berg Sinai geschaut wurde und von den Aposteln auf dem Berge Tabor ebenso. Sein Leben spielt sich also zwischen zwei Bergen ab. Und vielleicht ist das auch die Erfahrung seines Lebens, die Berge, der Aufstieg. Und ich möchte aus meiner Sicht es auch so deuten, dass diese Himmelsleiter, dieses Motiv des Aufstiegs sicherlich auch aus seiner Lebenserfahrung kommt, auch aus seiner persönlichen Erfahrung, die er geografisch erlebt hat, dem sozusagen sein Leben in dieser Spannung des Aufstiegs der Berge sich abgespielt hat. Ich bin ja bekanntlich Österreicher und Österreich hat ja sehr viele Berge, nicht in Wien, da gibt es nur kleine Hausberge, aber je westlicher man kommt, desto schöner und majestätischer und massiver wird die Berglandschaft der Alpen. Und wer einmal wirklich einen Berg bestiegen hat, am Gipfel oben gewesen ist, ich denke da nur zum Beispiel an den Dachstein zwischen der Steiermark und Oberösterreich, und dann hinunter sieht,
der wird, glaube ich, diese Erfahrung einigermaßen nachvollziehen können. Wie gesagt, berühmt wurde Johannes Climacus durch die Leiter. Dieses Buch, das er verfasst hat, und dieses Buch ist ein Weg, ja, der über 30 Stufen verläuft, von denen jede mit der nachfolgenden verbunden ist. Ich habe schon einmal erzählt, ja, meine Erfahrung von der Leiter, von meiner persönlichen Leiter im August des vergangenen Jahres, und man merkt sehr schnell, wie wichtig es ist, ja, diese Verbundenheit der Stufen wahrzunehmen. Und dieser Weg der 30 Stufen, den kann man in drei Etappen, in drei aufeinanderfolgende Etappen einteilen und zusammenfassen. Es ist der Weg des Mönches, aber es ist der Weg jedes Christen. Das erste und Wesentliche ist einmal, ja, man könnte sagen, der Bruch mit der Welt. Aber das ist natürlich gerade nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine sehr fragwürdige Phrase und ein sehr fragwürdiger Ausdruck geworden. Denn Bruch mit der Welt bedeutet eben nicht, dass man sich sozusagen total zurückzieht, sondern Bruch mit der Welt bedeutet eher eine Rückkehr. Eine Rückkehr im geistlichen Sinn, nämlich zur wahren Kindschaft Gottes. Jesus sagt es im Matthäusevangelium: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und das ist es, was gemeint ist. Ein gutes Fundament, so kommentiert es Johannes der Sinait, ein gutes Fundament ist jenes, das aus drei Grundlagen und drei Säulen gebaut ist: Unschuld, Fasten und Keuschheit. Alle in Christus Neugeborenen sollen mit diesen beginnen, indem sie sich jene zum Vorbild nehmen, die leiblich Neugeborene sind. Also, die freiwillige Trennung von Menschen und von Orten ermöglicht der Seele in tiefere Gemeinschaft mit Gott, aber auch mit der Welt einzutreten. Und vielleicht ist das gerade jetzt auch die Herausforderung unserer Tage, wo wir eben nicht so ohne weiteres unsere angestammten Plätze verlassen können, wo wir nicht so reisen können, wie wir wollen, sondern wo wir ja quasi gezwungen sind, am Ort zu bleiben, eine gewisse Stabilitas loci zu leben. Und als gern Reisender sage, dass es mir persönlich nicht leicht fällt. Aber diese Trennung ermöglicht es wirklich, ja, in tiefere Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Und dieser Verzicht mündet eben dann in den Gehorsam, der den Weg zur Demut und zu Gott öffnet. Die zweite Etappe des Weges besteht im geistlichen Kampf gegen die Leidenschaften. Dies ist eine uralte monastische Erfahrung der Wüstenväter. Jede Stufe der Leiter ist mit einer Hauptleidenschaft verbunden, die aber auch mit einer Angabe der Therapie und mit dem Vorschlag der entsprechenden Tugend definiert und diagnostiziert wird. Und wichtig und entscheidend ist, dass Johannes der Sinait die Leidenschaft nicht an sich als schlecht bezeichnet, sondern sie werden schlecht durch den schlechten Gebrauch. Die Freiheit des Menschen, die diese Leidenschaften pervertiert. Aber wenn die Leidenschaften geläutert sind, erschließen sie dem Menschen einen Weg zu Gott. Es sind Energien, die durch die Askese und die Gnade zu einer Einheit verbunden sind. Und die letzte große Etappe ist dann die christliche Vollkommenheit, die sich auf den letzten 7 Stufen der Leiter verwirklicht und entwickelt. Und diese Stufen sind von großer Einfachheit: Demut, Fähigkeit zur Unterscheidung und Einfachheit. Die Unterscheidungsfähigkeit, die Discretio,
wie es die lateinischen Väter genannt haben, ja, diese Möglichkeit, diese Prognosis, diese Herzensschau, diese Gabe, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und so erreichen wir den inneren Zustand, da hieß ich hier, den inneren Frieden, der bei Gott keine Leidenschaftslosigkeit im Sinne der totalen Apathie ist, also der Unempfänglichkeit für alles und jedes, einer Starre, sondern im Gegenteil, nicht einer tiefen Verbundenheit, und gleichzeitig aber auch eines tiefen inneren Friedens und ich füge immer dazu auch einer tiefen inneren Freude, einer Freude, die einem niemand so schnell nehmen kann. Und diese letzte Stufe der Leiter ist sozusagen durchdrungen von den nüchternen Tugenden, also von der nüchternen Trunkenheit des Geistes. Es ist diese Dreiheit der Tugend, die eigentlich die klassische paulinische Spiritualität wiederholt, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe, von der Johannes auch immer wieder spricht. Das ist sozusagen das, was im Korintherbrief, im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs immer wieder gesagt wird. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Es sind eschatologische Tugenden. Es sind Tugenden, die sozusagen ja, dem Menschen am Ende seines Weges, seiner Leiter hinüberführen in das Leben, in das endgültige Leben zu Gott. Und an diesem Punkt stellt sich, meine Lieben, die Frage, kann so eine Schrift wie ja, die Himmelsleiter eines Mönches, der vor 1400 Jahren gelebt hat, kann eine solche Schrift uns heute noch etwas sagen? Kann der existenzielle Werdegang eines Mannes, der in so ferner Zeit gelebt hat, für uns eine Aktualität besitzen? Und im ersten Moment ist der Mensch des 21. Jahrhunderts immer geneigt zu sagen, nein. Die Antwort lautet nein. Das Leben, die Persönlichkeit, die Umstände sind so weit von uns entfernt, dass wir sagen, danke, nein, nein, das sagt uns nichts. Aber wenn wir die Sache näher betrachten, dann sehen wir, dass das monastische Leben, und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ostkirchlicher Spiritualität, dass jedes monastische Leben oder das monastische Leben nur ein großes Symbol des christlichen Lebens aus der Taufe ist, also des Lebens als Christ. Und ich muss sagen, das hat mich immer auch sehr fasziniert und nachdenklich gestimmt, warum eigentlich in der Ostkirche das monastische Leben so geschätzt wird, sozusagen als höchste Lebensform. Nicht, weil es sozusagen ein unerreichbares Ideal ist, sondern weil es eigentlich ein großes Symbol des Lebens als Christ ist. Und ich möchte vielleicht daran anschließen, was Vater Ivan Reeves im vergangenen Jahr bei unseren Exerzitien gesagt hat in Chefdon, wir sollten eigentlich lernen, das innere Mönchtum in uns zu realisieren. Dieses innere Mönchtum, das sozusagen kein, ja, wie soll ich das nennen, ja, Schielen auf eine andere Lebensform ist, wenn uns das Leben in der Familie zu beschwerlich geworden ist oder umgekehrt oder was auch immer, sondern dieses innere Mönchtum, dieses monastische Leben, das uns gerade Johannes von der Leiter vorstellt, ist das große Symbol des Lebens aus der Taufe. Und so ist es zu Recht auch der Höhepunkt.
Und man kann sagen, die letzten Stufen sind gleichzeitig die einfachsten. Glaube, Hoffnung und Liebe, die einfachsten Tugenden, aber dadurch auch die schwierigsten. Denn das Einfachste ist oft das Schwierigste. Und es sind keine Tugenden, die nur moralischen Helden zugänglich sind, sondern sie sind ein Geschenk, ein Charisma. Gott schenkt sie uns. Und in ihnen wächst auch unser monastisches, geistliches, christliches Leben. Und so wird uns wieder deutlich, der Anfang ist auch das Ende. Der Ausgangspunkt ist auch der Ankunftspunkt. Und der ganze Weg läuft eigentlich, der ganze Weg von uns Christen, von jedem von uns läuft darauf hinaus, nämlich auf eine radikalere Verwirklichung von Glaube, Hoffnung und Liebe. In diesen Tugenden ist der gesamte Aufstieg, wie ihn Johannes von Klimakos, Johannes vom Sinai begreift, ja gegenwärtig und präsent. Und ich glaube, dazu gehört auch, dass wir sozusagen lernen, auf unsere Arroganz, auf unseren Egoismus zu verzichten, der meint, es sei nur das entscheidend, was gerade in unserer Zeit das Beste ist, dass ja vielleicht das 21. Jahrhundert besser ist als das 6. und das 7. und dass wir es besser wissen als die Menschen damals. Ich glaube, ein Blick und eine Lektüre in dieses Buch lehrt uns etwas Besseres. Und Johannes von Klimakos sagt uns mit Recht, dass uns allein die Hoffnung befähigt, die Liebe zu leben. Die Hoffnung, in der wir die Dinge des Alltags überschreiten. Die Hoffnung, die wir am Ende, wenn die Offenbarung Gottes endgültig ist, erwarten. Und so können wir die täglichen Mühen, und damit bin ich wieder bei der Aktualität unserer Tage in dieser Pandemie, so können wir die täglichen Mühen und Enttäuschungen ertragen, können auch mit anderen gut sein, ohne uns Belohnung zu erwarten. Und ich kann jeden Tag die kleinen Schritte meines Lebens so tun und so die Liebe lernen. Und so wollen wir gerade in diesen Tagen diesen Aufstieg des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe nutzen, damit wir mit Christus durch sein Kreuz, durch sein Leiden, zur Auferstehung und zum wahren Leben gelangen. Dankeschön.